Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, das Gesetz über die Rettungsdienst- und Notfallrettung in NRW nach längeren Diskussionen am März 2015 in Kraft getreten. In den Beratungen des Rettungsgesetzes haben die Kosten der Ausbildung der Notfallassistentinnen und Assistenten sehr große Rolle gespielt. Wir haben mit der Verabschiedung des Gesetzes in § 14 festgeschrieben, dass die Kosten der Ausbildung eigentlich im Rahmen der Rettungsgesetz festgeschrieben. Das ist die gesetzliche Grundlage dafür da. Der Runderlass vom 19. Mai 2015 gibt es ein Verfahren, wie die Regelungen zur Finanzierung der Ausbildung zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vor. Voraussetzungen war hierzu auch eine längere Beratung und Diskussion mit Kostenträgern und mit kommunalen Spitzenverbänden. Und in diesem Erlass sind auch Grundwerte für die Finanzierung der Ausbildung formuliert und ausgeführt, welche Kosten in welche Höhe anerkannt werden. Dabei handelt es sich aufgrund der fehlenden Erfahrungen natürlich in der Notfallsanitäterausbildung nur Richtwerte, die gegebenenfalls natürlich korrigiert werden müssen. Das ist ja selbstverständlich. Dies wurde mit einem neuen Erlass vom 5.4.2016 nochmal konkretisiert und dargestellt. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Scharrenbach zulassen? Natürlich, gerne. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben gerade abgehoben auf den ersten Erlass aus Mai 2015, mit denen ja durchaus Eckwerte und Grundwerte auch veröffentlicht wurden. Kommen wir denn darin überein, dass mit diesem Erlass festzustellen ist, dass dadurch mit den Kostenträgern eine einvernehmliche und bis auf weiteres abschließende Regelung in Bezug auf die Übernahme der Kosten erzielt wurde? Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich so, in diesem Runderlass ist ja genau definiert, wofür diese Kosten, wie diese Kosten übernommen werden müssen. Und auch in den 5.4.2016 dieser Erlass nochmal konkretisiert. Und so gesehen ist das eigentlich auf der gesetzlichen Ebene, ist alles geregelt, wie die Kostenübernahme passieren soll. So gesehen gibt es eigentlich, was die Gesetzeslage angeht im Moment, keine Korrekturbedarf, was Sie hier behaupten. Und bei den Prüfungen, Sie haben ja in Ihrem Antrag ein paar Punkte genannt. Einmal bei den Prüfungen Möglichkeiten eigentlich eingeräumt, dass die Stadt Voraussetzungen, die Vorsitzenden der Prüfungsausschusses, auch Ärztinnen und Ärzte, wenn die Kommunen überhaupt keine Möglichkeiten haben, selber diese zu stellen, von der Ärztinnen und Ärzte, den Notfallsanitätern als dritte Person fachlich vertreten zu lassen. Das ist auch in diesem Erlass auch genau definiert. Der andere ist, dass eigentlich den Kommunen die Möglichkeiten gegeben, interkommunale Zusammenarbeit zu gestalten, wenn sie selber nicht in der Lage sind. Das sind ja alle in diesem Erlass wegen geregelt. Sie behaupten auch in Ihrem Antrag, dass bundesgesetzliche Zeitgabe bis Ende 2020 zu verschieben. Im Moment sehe ich eigentlich keinen Anlass dafür, dass wir diese Bundesratsinitiative zu starten. Es ist ja in dieser Anlage zum Runderlass vom 19. Mai 2015 vorgegeben, 1.1.2019 müssen alle Beteiligten gemeinsam eine Bedarfs- und Kostenplanung vorzulegen. Nach diesem Planung mehr oder minder Ausgaben über 3% werden nochmal abgerechnet. So gesehen, wenn es aber diese Bedarfsplanung, Kostenplanung vorliegt, wenn es Bedarf besteht, kann man über Verlängerung reden. Aber im jetzigen Zeitpunkt gibt es überhaupt keinen Anlass dafür, dass wir diese Zeit nach hinten verschieben. Bis jetzt haben ja in NRW 1200 Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zu dieser Ausbildung teilgenommen. Das heißt, sie haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Wir haben in NRW 13.400 Rettungsassistentinnen und Assistenten. 36% von diesen Rettungsassistentinnen und Assistenten arbeiten mehr als 5 Jahre in diesem Berufsbereich. Das heißt, sie haben
eine verkürzte Ausbildung, Nachqualifizierung. So gesehen bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir bis 2020 diese Nachprüfungen, Nachqualifizierung hinkriegen. So gesehen sehe ich eigentlich überhaupt keinen Anlass dafür, dass wir diese Zeitrahmen jetzt schon nach hinten verschieben. Trotzdem sind wir natürlich stimmen wir der Überweisung in AGS. Ich bin sehr gespannt, wie wir im AGS darüber diskutieren. Aber ich glaube, alle diese Punkte, was Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, durch Erlasswege geregelt, über die Umsetzung können wir im Ausschuss austauschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ullal.